Hallo Freunde des Metals, ich stehe heute hier live auf dem Barn in Blut Festival, hinter mir die Bühne. Dass das noch nie so viele Leute beim Opener da waren. Das ehrt uns natürlich super und wir haben auch Feedback zurückbekommen und also das ist einfach ein tolles Gefühl. Ich bin Steve, wer bist du? Ich bin Sven. Grüß dich Sven, was machst denn du heute hier? Ja, ein wenig Bier trinken, Musik hören, nette Leute treffen. Baden im Blut 2024, ein Wort. Geil. Warm. This is my sick fucking brain. 1, 2, 3, 4, Gas fürs Back. Tap with the sky. Tap with the smash. This will make a bigger track. In a cycle. Ein Hammer-Auftritt heute. Jungs, was nehmt ihr heute mit? Wow, ich würde am liebsten sagen volle Action, aber es war so heiß, ich bin ganz schön fertig. Aber Drogen! Hitze, der Sommer ist da, let's go! 35 Grad, Schwitzen ohne Ende, let's go! Und wie kamt ihr dazu, eine Garderobe bei diesem heißen Wetter überhaupt aufzustellen? Gab es Feedback dazu oder wie kamt ihr dazu? Ja, manchmal ist es einfach so, also jetzt für das Wetter braucht man vielleicht für abends noch Jacken oder so und möchte die nicht den ganzen Tag rumschleppen. Wir können aber auch Rucksäcke verstauen. Da stimmt einfach alles. Die Band stimmt, die Atmosphäre stimmt und das ist ja, was es hier so ausmacht. Ja? Und deswegen kommen die Leute her, auch wenn du eine Band nicht kennst oder nicht besonders magst. Du liebst einfach hier das Insgesamte und das ist, was es ausmacht. Also können wir nur empfehlen, gell? Was gibt's denn hier Gutes? Wir haben leckere Cocktails, auch selber kreierte, wie den Bib Apple zum Beispiel oder die Blutprobe, die es schon seit Jahren und fast Jahrzehnten gibt, würde ich sagen. Ja, schon seit, genau. Seit Jahrzehnten jetzt schon. Ja, nächstes Jahr ist 20-Jähriges. Genau. Ich glaube, es ist tatsächlich von Anfang an gibt es die Blutprobe, ja. Und dann haben wir noch Weißwein, Weißweinschorle und Long Drinks, Cuba Libre, Klassiker. It's gone. Did we ever grieve or cry? No. I can't. Dear
Metal crowd, we always see this, like, they're so open-minded. We play a lot of metal festivals. We don't know why. We play Brutal Assault in Czechia. We play Wacken. And we know we're not like the real metal or something like that, if there is a real metal. But it's very cool that people like Stan says that people also like Brutus. Sometimes it's the best when people say, I know you from your albums, and I really didn't know that she was singing and drumming at the same time. And so some people on social media send that to us, or people come to shows and say, what is this? Huh? That's really cool. Yeah. Because I think for us it's more about the music and the songs than how we are doing it with three people. Yeah. Welche Band schaust du dir heute an? Also Paradise Lost ist ja der Headliner heute Abend und da freuen wir uns drauf. Welche Band kommt noch? Lost Paradise, oder? Oder? Ich gebe dir einen Tipp. Paradise Lost. Ah, scheiße. Well, I'm here in the backstage together with the guys from Paradise Lost. How do you feel today? Very good, very warm. So what does it mean for you to play here in this area? You have any special feelings about it? Well, it's just great to be here. I mean, obviously, it's not. I quite like the kind of smaller scale festivals. You know, it's nice when there's a few thousand people. It's a more of a family, intimate family environment. Yeah, I kind of like that thing. And you know. Exactly. So it's a quite familiar place here, and it's the great one. And we are, of course, very proud and happy that you guys are here. So that's very great. And we are pretty much looking forward for your great show tonight. And yeah, keep on rocking. So guys, thank you. Tag 2 beim Baden Loop 2024, Samstagmorgen 11 Uhr, die Sonne scheint, der Wind ist still, tatsächlich ist es heute noch heißer als gestern, aber es macht nichts, es wird sowieso so oder so heiß mit Ping Host.
kurz vor dem Auftritt nochmal nach draußen geschaut. War noch recht wenig los, aber in dem Moment, wo wir auf die Bühne gelaufen sind nach draußen, da haben uns die Leute einfach komplett überrascht und überrumpelt. Da war einfach was los. Deswegen für uns absolut, ich würde sagen, für dieses Jahr bester Auftritt, absolut. Um 12 Uhr am Morgen, da saufen wir erstmal ein schönes Frühstücksweiz, oder? In dem Fall aber heute so ein schönes Kellerbierle, weil das ein wenig würziger ist. Wie geht ihr mit der Hitze um? Ich habe einen Schirm. Euch wird genudelt. Uns wird genudelt. Was für Nudeln? Das sind Rigatoni und du kannst wählen zwischen drei verschiedenen Soßen. Wir haben eine Pomodoro, wir haben eine Arrabbiata und wir haben eine Pesto. Okay. Oh, das sieht aber gut aus. Du hast eine Hand rum. Warum? Ist sehr warm. Genau. Ja, mit Wasser. Das ist. Ich könnte jetzt Turban draus machen. Nee, könnte ich nicht, weil ich weiß nicht, wie es geht. Aber das Ding ist auch mit Wasser da, also passt. Ja. So hältst du dich kühl und wie sonst noch? Ich bin der Steve. Hi, du bist? Julia. Du stehst hier an, Julia? Ich stehe hier schon seit einer ganzen Weile, um mich abzukühlen. Ach, um dich abzukühlen? Innerlich oder äußerlich? Innerlich. Mit was denn? Mit Kellerbier. Wie würdest du eure Musik beschreiben in unter einer Minute? Ein Mix zwischen Pop, Rock, Alternative, Metal eigentlich nicht mehr so richtig. Man sagt Post-Hardcore. Ich würde sagen, laut, ehrlich und so, wie es aus mir rauskam. Set your sails. Was macht ihr hier? Wir machen hier den besten badischen Flammkuchen, den es gibt. Kartoffelbrotmehl aus der Teigmühle. Könnt ihr mal drauf gucken mit einem ganz hohen Roggenanteil. Und dann kommt das ganze Ding, wird frisch hier vor Ort hergestellt, da drüben in der Teigmähmaschine. Wie war dein Auftritt? War super geil, es hat richtig viel Spaß gemacht. Es war giga heiß und die Hälfte der Band ist fast umgekippt, aber ich glaube, so geht es heute jeder Band, also wollen wir uns gar nicht beschweren. Es war richtig geil, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und es war brutal heiß. Oh, wenn ihr uns mit Cradle of Filth und den Butcher Babies im Winter auf Tour sehen wollt, dann let's go, besorgt euch Karten. Metal. Rock on! Wir kommen jetzt seit 3 Jahren hierher und das ist eines der intimsten und schönsten Festivals deutschlandweit. Es wird so familiär miteinander umgegangen, das ist großartig. Und die Bands sind erstklassig, ganz ehrlich. Vielen Dank für alles, Dankeschön. Haut rein! Das hören wir natürlich gerne. Haut rein! Oh.
kleine Abkühlung zwischendurch auf dem Bahn im Lot. Genau, das war genau die richtige Idee da vorne. Da einmal rankommen und abkühle und weiter geht's. Kommt ihr eigentlich mit der Hitze hier zurecht? Wir warten auf den Eiskaffee. Welche Band muss man heute auf jeden Fall gesehen haben? Insomnium. Insomnium? Ja, Insomnium. Insomnium-Fans. Hm? Welches Lied ist das geilste? Hard Like a Grave. Muss man vom Bahn im Blut mitnehmen? Boah, eigentlich mal einfach kommen und ausprobieren. Es gute Laune, die Musik, die Menschen, einfach alles mitnehmen, was geht und ausprobieren. Next to me, a guy coming from? Denmark, all the way. Why did you come here? Well, one of our guys were here 2 years ago and he, you know, spotted this festival and he said, guys, we gotta do this. We really gotta do this. Riders on the wall and they'll be hell to pay. It's a God you knew before I die in any way. They'll never find us. Took a lot away. They'll never find us. Took a lot away. They'll never find us. To take your life away. They'll never find us. You're talking to me. Jetzt nimmt die Säure in die Hand, esse die Lügen weg. Töte Götter ihm als Glaube, nur was dir nicht mehr bekommt. Deus, Magnus, Niger, Kronion. Deus, Magnus, Niger, Kronion. Symbols on the floor will take the pain away. It's got to know before I die in any way. They'll never find us. Took a lot away. They'll never find us. Took a lot away. They'll never find us. They take our lives away. They'll never find us. You're talking to me, Lord.
Füße reichen in den Boden, bis um dich die Erde weht. Zeig den ganzen Besen mit.